Guck mal, hier sind ein paar Keller, das sind auf jeden Fall am Start. Ach, die schmecken mir am liebsten. Ja, los geht's. Na, hier, wollen wir eine essen? Nee, ich bin da nicht so der Typ für. Aber hier, guck mal. Und auch. Freunde, und jetzt hier nicht immer nur gucken, auch mal Daumen nach oben, Support da lassen, ruhig auch mal einen sehr langen Kommentar schreiben, das hilft, Tom. Ich hau's einfach mal aus. Hau mal raus. Guck mal, die liegen ja jetzt so, ne? Nein, weil komm, wenn wir die so hinstellen, dann kriegen wir viel mehr nebeneinander. Aber ich weiß nicht, ob das dann instabiler wird, wenn die so... Vielleicht sollten wir es eher so machen, weil die machen das überall so. Vielleicht kippen die dann irgendwie um, weil so können sie nicht umkippen. Wir lassen es lieber so, weil die machen das im Baumarkt immer so. Das hat schon einen Sinn und Zweck. Alles bleibt, wie es ist. Ja. Bis einer kommt und es plötzlich anders macht, wenn es funktioniert. Also meinst du, willst du hier der krasse Typ sein und das System neu erfinden? Nee, wir lassen es beim Alten. Alles klar. So Leute, wir haben hier gerade noch mal ein bisschen Zeit investiert, haben noch mal überlegt, ich hatte es in den anderen Videos schon gesagt, dass hier natürlich noch eine Hochebene hinkommt, damit das frisch geschnittene Holz hier erstens gelagert und in dem Zuge auch getrocknet werden kann. Und jetzt geht es los. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir hier als Basis wieder die Kanthölzer nehmen und keine Stämme, damit wir hier wirklich eine ideale Auflagefläche haben, damit wir hier so eine Art kleine Hochleiter bauen. Und das wird eine richtig feine Sache. Das wird sehr gut. Glaube ich auch. Wir sind ja auch Profis. Deswegen werde ich jetzt die Wasserwaage holen. Dann hol du mal die Wasserwaage. Machen wir hier auch spontane Basis, oder? Ja, ist nicht schlecht. Dann können wir das so ein bisschen entspannt gucken. Jetzt können wir mal gucken, ob es gerade geworden ist überhaupt. Hä, naja, fast. Ja, klar. Müh. Aber das Wasser muss auch mal ablaufen. Dann müssten wir aber wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen sägen. In Kombination mit dem Stecheisen nochmal, dass er noch ein bisschen weiter reinguckt. Ich würde mal eine kleine Zeitanzeichnung hier. Gut, gleich andere Seite. Achso, nehmen wir den. Ja, nehmen wir den. Wasserwaage kommt da drauf. Wir reißen die Hütte einfach direkt wieder ab. Ja, klar. Mann, komm mal, du stellst. Also, pass auf, ich habe bis hier eingesägt, dass das verschwindet, ne? Warte kurz, ich muss das mal ansägen. Bis wo? Dass das hier verschwindet. Komplett. Das Schwarze. Ja. Also über Impulse. Über Impulse, da okay. Man merkt aber auch, du bist da auch sehr grob, so weißt du. Ich würde da so noch so Zwischenschnitte machen, mich so langsam rantasten und so. Und du gehst so gleich auf Kante und knüppelst komplett ja, einmal durch. Einmal durch. Ich muss sagen, hier auch so ein Stemmeisen ist eines meiner Lieblingswerkzeuge. So, und jetzt machen wir einen Test. Den ultimativen Test. Passt doch. Es ist wirklich akkurat. Aber warum? Wegen der Säge. Nee, weil ich hier gesägt habe. So, jetzt gucken wir mal, wie sich deine Seite schlägt. Na bitte. Vom Winkel vielleicht ein bisschen, weil du auch schlecht gesägt hast, muss man dazu sagen. Oh, guck und? Das mal an, den Aal, Alter. Nein, wir hatten da wohl gesägt. Oh, hier mit einer Verästung. Scheiße. Oh. Ast rein. Oder? Ich weiß auch, warum ich immer nicht fertig werde, weil ich da so ein Perfektionist bin. Ich will, dass das hier so richtig geil ist. So, Test. Hey, ist doch geil. Mega. Ist doch wirklich, also da hast du jetzt auch eine Auflagefläche von unten, da ist Stabilität drin. Da brauchst du ja auch nicht noch irgendwie ein, keinen Namen, Kontor-Ding, sondern einfach rack, zack. Okay, das Ding hält. Oh, du sägst gleich komplett? Maschine, Alter.
Ey, nicht so viel, der halbe Stamm ist durch. Zähl doch nicht. Alter. Du hast doch ja kein Gefühl. Ich sehe das hier. Alter. Ja, okay, Alter. Ich übertreib völlig. Gar nicht wahr. So, ich gebe hier mal einen Hammer durch. Ja, gerne. Zum Ausklingen auch. Bitte. Hast du das mit so einem Gerät schon mal gemacht? Ne. Dann ist heute das erste Mal. Nehmen Sie mal eine Hand. Hier hast du so einen Daumengasregler. Alter. Ja? Mach mal an, die Putze. Noch mehr aufdrehen. Und unten hast du Pistole. Und los geht's. Und wie kriege ich ihn ein? Wie geht das jetzt? Ja, einfach machen. So, nimm mit Pistole. Ja, mit Pistole. Und zudrehen einfach hier, oder was? Guck. Das ist schon cool irgendwie. Könntest du ja theoretisch auch wirklich schwarz machen, ne? Und geil wird es halt, wenn du mit der Drahtbürste rüber gehst. Weil dann hast du es so matt wie da. Ja klar, du machst die erste verkohlte Schicht ab. Boah, das ist natürlich geil, ne? Ja. Also klar, ist jetzt für das, was wir jetzt gerade bauen, eigentlich fast schon drüber, brauchst du gar nicht. Ja. Aber der Look. Und das Krasse ist halt daran, also normalerweise würde man so einen Look ja eigentlich durch Farbe erzeugen. Ja. Hier bist du aber einfach übel schnell im Farbauftrag, in dem du es abflammst. Ja klar, muss ich trocknen. Du kannst sofort weiterarbeiten und du kannst halt den Bräunungsgrad bestimmen und es wird irgendwie unregelmäßig regelmäßig. So, weißt du, es wird im Gesamten wird einfach mega cool. Das geht echt schnell. Kannst ja aber auch ein bisschen verlieren hier, ne? Wisst nicht mehr, wann die noch ist hier. Und hier hast du auf einmal ein übelst mattes Finish, was einfach so aussieht, als würde das schon 300 Jahre auf irgendeinem Dachboden liegen. Ist nice. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt. So, mal guck mal, wie weit du das hier vorne rausgucken haben willst. Nein. Also ich würde vorschlagen, so. Guck dir dieses braune Finish an. Das ist halt schon der Wahnsinn. Das ist so ultra stabil krank. Kannst ein Auto drauf abstellen. So. Wir machen hier keine halben Sachen. Nee. Nur drei Viertel. Wenn wir schon den falschen Hammer hier verwenden, mit der falschen Abschlagetechnik, dann können wir wenigstens hier auch was richtig machen. Aber nochmal für euch. Also ich nutze seit über 3 Jahren den Metallhammer auch für die Holzarbeiten. Das klappt sonst wunderbar. Einige von euch werden jetzt aufschreien und sagen, hey, du kannst doch hier niemals irgendwie was ausstemmen mit einem Metallhammer. Es geht. Es geht sogar sehr gut. So, jetzt erstmal mit der Säge hier sägen. Ist doch ein bisschen wackelig, ja, oder? Also. Ist nicht so optimal, wie wir hier gerade arbeiten, irgendwie so halb in der Luft. Das ist hier eine Wackel, ey. Das ist wirklich, also wir arbeiten hier wirklich. Oh, Alter! Sag ich doch, das zieht sich. Du, das sind die guten Tellerkopfschrauben. Sind das die echten? Das sind die allerechten Tellerkopfschrauben. Oh nee! Kann man hier mal einen Dritter mit Kalt oder was? Siehst du, guck mal. Ich hab doch hier wirklich professionell gearbeitet und aufgedrückt. Mhm. Ich drücke jetzt gleich gegen aus. Gut. Heftig. So, jetzt müssen wir hier wirklich gemeinsam. Jetzt müssen wir das andere erstmal abschrauben, ne? Ja, aber warte. Was willst du? Ja, aber nee, drehen. 180 Degrees. Degrees.
De Gries. Mich ist das der scheiß Zollstock hier oben rumliegt, aber. So, jetzt, warte. Halt dich so, ja. Der Scheiß muss raus jetzt hier. Was machst du denn hier? Das muss raus. Alles muss raus. So. So ist doch verdammt. So, und dann kann das hier hinten jetzt gleich angeschraubt werden. Genau. Das ist geil, der eine macht schon, der andere bereitet schon den nächsten Step vor. Also es geht wirklich. Wie ist Brezelbacken, ja? Kann man sagen. Mit dem Affenzahn. Mit Affenzahn arbeiten wir hier. Ey, du bist ein Genie. Ja, ich immer mach wieder so genannten neu. Hebeltechnik. Du überraschst immer wieder. Ja, wirklich. Mit deiner Art und so. Du bist wirklich auch ein Exot im Handwerk. Also wirklich, ich bin wirklich ein Exot, könnte man sagen. Man nennt mich ja auch in meinem Freundeskreis mich ja auch Tiger King. Ja, habe ich noch nie gehört, dass sich so jemand nennt Tiger King. Oh nee, das ist wirklich der Hammer. Ich denke mal, es ist fest, oder? Wir brauchen nicht immer eine Schraube. Ja. Lassen wir so. Wollen wir das noch hinten wirklich an die Wand knibbeln? Na warte mal, lass mal eine kleine Überlegung hier starten. Ich denke, es wäre clever, dass es natürlich so weit wie möglich hinten ist, ne? Deswegen bin ich schon gerade mit dem. Also du bist ein Genie. Das ist auch wieder hier auf Millimeter gearbeitet. Das ist seinesgleichen. Also, da kann wirklich auch Kinder was sagen. Ja. Gut, jetzt andere Seite noch ein bisschen. Hier muss ich natürlich noch mit der klassischen, mit der Hebel-Jochen-Technik nochmal gucken. Ja, ist gut, ist AP-Platz, ist gut. Ja. Nee, das gehört dazu, es geht ja um rustikal. Ja, ich wollte es auch ein bisschen rustikal haben noch. Ja. Vom Stil her. Das sagt auch keiner mehr, ne, dieses Fong. Also ich hab's noch nie gesagt. Das Fong-Ding ist durch. Weißt du, wir haben übrigens tatsächlich wirklich einen kleinen Mini-Fehler drin. Nee, wollte ich gar nicht so sehen. Wir haben noch die beiden Dinger hier abgemessen und so, ne? Mhm. Wir wissen ja gar nicht, welches wohin kommt. Deswegen war das hin, glaube ich, auch ein bisschen dolle fest, weil die Latte eigentlich nach vorne gekommen wäre. Mhm. Ist nicht so schlimm. Ich wollte es nur mal für die Leute. Na, lass mal die hier checken, ob die hier durchfällt oder ob die auch auf Klemmung ist. Oder hast du schon die Test? Ja, ich schon. Die ist halt. Die fällt halt eher durch. Aber ist perfekt. Nee, die fällt nicht durch, komm. Ja. Aber erstmal müssen wir. Mach nochmal dran. Willst du dich festschrauben? Na ja, guck, erstmal gucken. Ja, passt doch. Naja, ich. Ja, das zieht sich gleich. Zieht das Holz, sich, ja? Ist ein, Holz ist ein arbeitender Werkstoff. Ja. Das ist nicht wie mit Beton. Oh, guck mal. Wie sich das nochmal ranzieht auf den letzten Meter. Oh, geil! Vor allem, wir haben jetzt hier eigentlich wirklich eine geile Schlafplattform, könnte man sagen. Also doch kein Holzlager, sondern eher auf Schlafplattform. Klar, ist doch chillig hier drunter. Aber wir müssen auch den großen Liegetest machen. Nee, geht, top. Geht das deinen Gang oder was? Oh. Also, das ist wirklich ein Ingenieursmeisterwerk, muss man sagen. Wirklich. Ja, man hätte nicht besser sagen können. Also. Und auch nicht besser bauen können. Ach, wie denn? Guck dir das an. Konkurrenzlos. Hier wurde wirklich, was physikalisch möglich ist, wurde hier gemacht einfach. Und weißt du, warum es nur möglich war? Weil wir den Metallhammer genommen haben zum Ausstemmen. Ja, das ist es nämlich. Das unterschätzen die meisten. Der Schlitten kommt ja tendenziell hier so drauf. Hier kann man sich auf jeden Fall noch gut bewegen.
Die Frage ist halt, ob hier hinten nicht sogar noch eine Lagermöglichkeit entsteht, weil so viel Platz in der Front brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Also noch ein bisschen nach vorne. Also eine Holzleiste muss nur runter. Es geht nur darum, dass es stabil ist, ne? Na, und dass es nicht kippt. Also dass es halt nicht so kippt zum Beispiel. Darum muss es hinten noch ein Stückchen verlängert werden. Ah, so Füßchen vorne und hinten, raus. Genau, also die verlängerten Füße quasi. Aber das ist ja nicht schlimm, die können ja ruhig in der Erde liegen. Also was soll hier passieren? Hier regnet es hier rein, hier passiert gar nichts. Selbst wenn, dann werden die ausgetauscht. Musst du halt, wenn es einmal im Jahr halt die Latte wechseln oder dann noch mal was anderes überlegen. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, hier ein Betonfundament zu gießen. Das ist irgendwie viel zu drüber. Perfekt. Es ist perfekt. Es sitzt. Was hast du gerade noch für eine Idee? Wenn man zum Beispiel so ein Moniereisen hätte oder so, dann könnte man quasi wie Art mit großen Heringen das Ding einfach noch bumm, bumm, in den Boden reinklappen. Aber es ist die Frage, ob man es überhaupt braucht. Ich würde wahrscheinlich das hier noch mal ein bisschen unterfüttern. Weil hier ist tatsächlich, guck mal, ich komme mit der Hand runter. Mhm. Aber da würde ich nicht diesen. Da würde ich irgendwas anderes machen. Eigentlich brauche ich mal Split, oder? Ja, irgendwas. Oder Steine oder sowas. Oder Sand oder irgendwas, weil das ist hier. Das ist scheiße. Verbundene Paneele. Oh, das ist so herrlich! Hey, let's go, Alter! Wir müssen die ganze Rückwand sägen. Arbeitsschutz geht jedem was an, Tom. Kannst du noch mal. Hä? Auffüllen? Ja, befüll mal. Ja. Du weißt, was wo rein? Ja, ja, klar. Ich wollte jetzt keinen Fehler machen, es wäre nicht so clever, sag ich mal. Also, pass auf, ich erkläre dir das kurz, woran man sich das merken kann. Mhm. Hier ist das sogenannte Tankstellensymbol. Ja. Das heißt. Großer Behälter. Mhm. Richtig? Mhm. Richtig. Hier kommt das Öl rein. Ja. Kleiner Behälter. Kleiner Behälter. Gut. Was ist die Sicherung noch? Nein, du musst einfach nur drücken. Ich habe Angst, dass ich hier alles abbreche dann. Nein. Danke. Ja. Ich habe auch keine Füße. Läuft doch was? Ist da was drin? Verarsch mich doch! Aber da ist schon nichts mehr drin, oder? Kann das sein? Guck mal. Nee, da ist nämlich nichts mehr drin. Ja, Tom, wenn du musst doch mal ein bisschen Ahnung haben, wenn nichts drin ist, wie soll ich dann tanken? Was? Ich hab's letzte Mal. Ich hab dieses Jahr schon mal getankt. Ich bin zwar nicht gefahren, aber ich hab getankt. Um doch zu zahlen. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Herrlich, wirklich. Es ist herrlich. Das Sägeblatt nimmt dir ungefähr so einen halben Zentimeter Schnitt weg. Echt? Ja, ja. Zeig mal, lass mal nochmal gucken. Du guck mal von hier von der Seite. Oh, da muss ich natürlich noch höher hier. Ja, so vielleicht. Hier noch nie so. Du musst sehen, wie ein Mann. Fazit? Alter, das ist geil. Ey, das geht durch wie Butter. Ja. Oh, ganz easy. Ja. Auf ganz entspannter Basis. Und jetzt klappt mal auf das Ding.
auf Sandwich angelehnt. Das ist schon, das ist geil, ne? In Perfektion. Aber es ist auch, es ist halt wirklich auf Millimeter hier, wie das hier rüber geht, ne? Mhm. Naja, ich sag mal nur, noch so 25, 30 Stück, dann sind wir durch. Nee, alles unter Kontrolle. Das Projekt Sägewerk bzw. Sägewerkscheune ist jetzt soweit abgeschlossen. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Und zwar noch mehr, als ihr auf der Kamera gesehen habt. Hier haben wir jetzt das gebaute Hochlager. Ich bin persönlich ultra zufrieden mit, gerade hier mit der Konstruktion, mit diesen eingesetzten Kanthölzern, finde ich, ist es mega gut. Fritz, sag du mal, was heißt das von der Stabilität? Ja, man könnte quasi jetzt hier noch eine Platte drauf machen und eigentlich drauf pennen, so von der Größe und Stabilität. Wie so ein Hochbett, ne? Ja, ja, ich finde es auch nice. Wir hatten ja hier vorhin noch diese Querstreben reingemacht, dass wir hier auch die kleinen Hölzer richtig gut sortieren können. Die hier sind natürlich jetzt ein bisschen zu klein, die fallen hier durch. Aber alles, was so ein, keine Ahnung, so 60, 70 cm lang ist, kann hier auf jeden Fall gut sortiert und gestapelt werden. An derselben Seite haben wir das Dach hier oben um 40 cm nochmal verbreitert. Das hat den Vorteil, wenn es auch mal ein bisschen windig ist und der Regen hier so ein bisschen reinpeitscht, dass das ganze Holz hier nicht nass wird. Die Rückwand war ja vorher total weiß und Fritz hat sich nochmal darum gekümmert, dass das Ganze hier richtig schön braun geworden ist. Die Herausforderung dabei war vor allem, dass es hier nicht gleich ein ganzes Lagerfeuer ergibt. Ich meine, es ist ja auch nicht verwunderlich, das ist hier auch so eine Art Kamineffekt, das würde ja eigentlich sofort Funken schlagen, aber da wir ja Profis sind, haben wir das einfach gut umgehen können. Die Leiter hat natürlich auch wieder einen Platz gefunden und zwar direkt hier hinter dem Sägewerk, hat vor allem den Vorteil, dass wir wieder ein paar gesägte Bretter oder halt nicht ganz aufgebrauchte Bretter da oben stapeln können. Ja, also gute anderthalb Meter hat man hier. Entspannt, bewegen, rankommen, man kann hier rotieren, zack, hier lang gehen, ohne dass es einen stört. Von daher hat man noch ein bisschen Lagerfläche an der Rückwand der Scheune. Man kann ja trotzdem am Sägewerk arbeiten. Und da unten liegt jetzt noch ein gut 5 Meter langer Stamm. Der muss natürlich noch bearbeitet werden. Aber auch gerade die ehemaligen Betonklötze hier von dem Holzlager passen auch ganz gut noch dahin. Da können wir nämlich noch ein paar andere Bretter stapeln. Und wenn ihr eine Idee habt, was für ein krasses Projekt hier als nächstes gestartet wird, als Grundlage dieser 5 Meter Balken, dann schreibt das Ganze jetzt in die Kommentare. Ich bin super froh, dass das Projekt jetzt hier einen sauberen Abschluss gefunden hat und dass sowohl das Sägewerk neben dem gesägten Holz Platz finden kann. Hat es eigentlich Spaß gemacht? Ja, es war schön. Wir haben viel gelacht. Ich habe wieder den ganzen Tag eigentlich nur Scheiße gelabert. Auch wenn die Kamera aus war, bin ich Tom sehr schön auf die Nerven gegangen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt und Spaß gemacht. Wieder deine erste Säge-Experience? Ey, ist geil. Ohne Scheiß. Das macht schon Bock. Da kannst du richtig Meter machen mit dem Ding. Das Next-Level-Projekt ist quasi jetzt ready. Ja. Und in dem Sinne, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein, abonniert ganz gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag hier um 8:30 Uhr wieder direkt im Wald.